zeigen wir Ihnen einen Mann mit einem wirklich richtig heißen Hobby. Für sein feuriges Hobby braucht Arno Oellers aus Paderborn heiße Sohlen. Zum Flamenco-Tanzen eignet sich nämlich nicht irgendein Schuh. Erstmal hat der Schuh, egal ob von Mann oder Frau, einen hohen Absatz. Das hat der normale Tanzschuh nicht. Und der Absatz, der ist aus Holz. Und dazu ist er normalerweise, bei mir jetzt nicht, normalerweise ist er komplett vernagelt. Also mit lauter Nägel ausgestattet, genauso wie hier vorne die Spitze. Die habe ich aber mal rausgenommen, weil das Parkett, wo wir trainierten, nicht zerstört werden sollte. Die Stiefel dürfen nicht ausgelatscht sein. Die sollen wie eine zweite Haut sitzen, sonst kann man einfach nicht so tanzen, wie das eben bei manchen Sequenzen erforderlich ist. Und da muss ich mit dem Schuhlöffel rein, sonst komme ich da nicht rein. Seit 5 Jahren schlüpft Arno Oellers in seine Stiefel. Er ist in seiner Flamenco-Gruppe übrigens als einziger Mann der Hahn im Korb. Dabei ist er überzeugt. Jeder kann Flamenco tanzen, aber ich fand das einfach toll. Das ist was Ungewöhnliches und ich wollte was Ungewöhnliches machen. Der Tanz der spanischen Zigeuner wirkt erst richtig im stilechten Kostüm. Flamenco kann man in jedem Lebensalter tanzen. Die Körperbeherrschung kommt schon mit der Zeit. Es ist schwierig, zumal ich auch schon 55 bin und da wird es nicht leichter mit dem Alter. Aber es macht mir großen Spaß. Luz del Norte, Licht des Nordens, haben die Tänzer ihr Ensemble genannt. Ihre Begeisterung ist auf jeden Fall südländisch. Flamenco gefällt mir, weil das entspricht meinem Temperament. Ne? Das habe ich auch, hundertprozentig. Was ist so bei Ihnen der Reiz neben dem Feuer, neben dem Spannenden? Ausstrahlung. Und da wird immer gesagt, Tendenz, Ausstrahlung und das, was man stolz. Und ab und zu kann ich das auch zeigen. Zwar nicht immer, aber passiert. Ich habe schon angefangen, als ich ganz jung war, mit 3 Jahren, in einer Kindergruppe bei uns im Dorf. Und da habe ich nicht einfach dran geblieben. Was ist so aufregend im Flamenco? Man könnte doch auch Standardtänze machen. Ja, schon, aber das ist einfach ein ganz anderes Lebensgefühl. Es ist viel ekstatischer und mit viel mehr Gefühl verbunden. Einmal in der Woche probt die Gruppe für öffentliche Auftritte. Ihre Trainerin Eva Görres machte ihre ersten Flamenco-Schritte vor 20 Jahren in Spanien. Zudem hat sie sich von bekannten Tänzern ausbilden lassen. Ihr Wissen und Können gibt sie heute weiter bei Workshops und Tanzkursen. Dabei legt sie vor allem Wert auf die Grandezza, also die stolze Eleganz des Flamenco. Wir atmen hier oben ein. Gehen etwas in die Hocke, als wenn wir auf einem Hocker sitzen würden. Wir beginnen mit Markierungsschritten. Übrigens kommen die Ursprünge des Flamenco nicht allein aus Spanien. Die Einflüsse kommen eigentlich von überall her. Die Zigeuner haben die auf ihren Reisen mitgenommen, sowohl indische als auch arabische Einflüsse, orientalische Einflüsse. Es ist alles drin vorhanden. Das macht den Flamenco aus, das macht ihn interessant, weil eben alles drin ist. Es verkörpert alles, es verkörpert auch alle möglichen Stimmungen, wie Trauer, wie Freude, Ausgelassenheit. Luz del Norte tanzt nicht bloß zum eigenen Vergnügen. Die Gruppe trainiert auch für öffentliche Auftritte. Für Arno Oellers ist klar, der Flamenco hat ihn in seinen Bann gezogen und lässt ihn nicht mehr los.
Ich habe etliche Filme gesehen über Flamenco und da waren sehr viele ältere Herrschaften, Frauen und Männer, die noch getanzt haben. Und ich war total begeistert, dass sie das mit 70 oder so noch können und tun und wie. Also da war ein Ausdruck drin, fantastisch. Sommer.